please. Nein. Der war schon, ne? Oh no. Here we are again. Long time no see. Here we are. Papa. Ja? Wir sind beide nicht angeschnallt. Also wirklich. Das kommt da von der Kinderstube hier. Sabba. And now we're driving to Ralph Lauren. Soll ich Deutsch oder Englisch sprechen? German. Dann kann ich das besser verstehen. Ja, aber Papa macht ja jetzt auch bald einen Englischkurs. Ja, ich hatte ein englisches Buch mit. Und? Wo ist das? Hast du wieder ausgepackt? Nee, ich habe 2 Seiten gelesen. Das konnte ich auch gut verstehen. Und dann dachte ich so, ich bin gewappnet, ich kann das. Bruh. Wie machen wir das dann morgen bei Wimbledon? Ja, dann werde ich das genauso machen. Dann werde ich das auf Deutsch sprechen. Ja, das ist ja richtig, das ist ja toll. Nee, und dann spreche ich das auf Englisch nach. Dann wird das eine lange Konversation. Ja, ich werde mir das genau überlegen, was ich dazu sage. Ja, dann kommt, nur Qualität. Nur Qualität. Goethe-Deutsch. Nur in Goethe-Deutsch. Na, ich kenne noch einen Rasen. Musste zum Walken. Gehen die sonst ohne dich? Nee, die warten 1 bis 2 Minuten. Ja. 1 bis 2 Minuten? 1 bis 2 Minuten. Und was passiert dann? Ja, wir gehen los. Ja. Kannst du da durch den Wald haben? Unterhaltet ihr euch? Ja, gerne. Nee, da wird ja wieder Fußball gezählt. Was ist deine Lieblingsmannschaft? Was? Und international? Liverpool. Okay. Kloppi. Weil du Kloppi gern magst? Ja, weil Kloppi, der ist emotional. Ah. Zeigt seine Zähne und alles. Ich hab so zu Papa gesagt, oh, wir müssen jetzt noch jemanden treffen. Wie sehe ich aus? Und hab Papa erstmal gesagt, ja, gut. Und dann hab ich gesagt, sonst besser? Und er so, ja. The coolest store. And here we are. So, und jetzt probieren wir alle Outfits an. Und Papa ist die Jury. Wie viele Sterne kriegt das? 9. Oh, this one gets 10. 9 Punkte. So, schnell fertig gemacht. Und jetzt gehen wir zum Dinner. Und wir gehen ins Children's Firehouse. So, jetzt sind wir zurück. Jetzt lassen wir noch den Abend passieren. Ich bin echt voll gegessen. Oh, was haben wir gegessen? Der Salad. Octopus. Ja. Octopus hast du nicht gegessen. Mozzarella war das, ne? Oder was war das? Mozzarella. Das war auch lecker. Und dann haben wir noch Chicken gegessen. Chicken und dann... Nudeln. Jetzt bin ich eine Nudel. Wollen wir jetzt schlafen? Ja. Gut. Gute Nacht. Good morning. 36. Aber so cycle time. Rise and shine. Rise and shine. So, jetzt geht's hier aber los. Zum so cycle. Meine Augen und so. Bruh. Zurück zum Hotel gelaufen. Und jetzt hat sich schnell fertig gemacht. Dann frühstücken wir Papi. Und dann noch Wimbledon. Good morning. Good morning. Oh, guck mal, es ist schön sonnig. Schön. Oh, guck mal, Papa, du musst noch deine Erdbeeren essen. Let's get ready to rumble! Jetzt ist my turn. This is good. Guten Morgen. What are we going for? Sleek look. We're going to sleep on. Like, sleep. I never do. Yeah. Fun Fact, mein Papa isst eigentlich kein Fleisch und dann hat er English Breakfast bestellt. Aber was dachtest du, ist das ein Croissant, ne?
Und da ist Nick mit seinem Opa. Here we are. Wow, wow, wow. So, wie ist es bisher? Sehr schön. Ja? Wer gewinnt gerade? Jawohl. So, hier spielen jetzt die jungen Leute. Schon ein bisschen früher los. Wimbledon ist einfach so besonders. Es war so cool. Besonders dieses Gefühl, dass mein Papa das auch so genossen hat. Lässt mein Herz schmelzen. Ich habe auch 15 Jahre Tennis gespielt, oder 16, glaube ich. Und manchmal denke ich mir auch, oh, da mal gespielt haben. Nein, aber überhaupt, dass ich da schon zuschauen darf, ist einfach so eine große Ehre. Und jetzt, glaube ich, werde ich das nochmal intensiv genießen, diesen Moment. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Ich glaube, ich sollte mehr Videos mit meinen Eltern machen. Mein Papa macht nämlich auch super gerne Marmelade selber. Vielleicht sollte ich mal mit ihm Marmelade zusammen machen. Und wir machen so ein kleines Q&A. Ich immer sehr gerne in Superlativen. Aber er ist einfach wirklich der Allerbeste und der Liebste. Und als der Fotograf ein Foto gemacht hat von meinem Papa und mir, da kam so krass eine Träne. Mir auch. Das war so ein emotionaler Moment. Aber in diesem Sinne, Küsschen. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog.